hören, die vier Besten werden heute versuchen, den Sieg zu erringen, wenn es denn soweit kommt, für Slowenien. Und dazu gehört auch ein wichtiger Faktor und sozusagen das Maskottchen ist immer dabei, ein behaartes Etwas. Martin Schneider über das slowenische Team. Gestatten, das ist Osi und sein Herrchen ist der beste Skiflieger der Welt. Robert Kranjec ist sozusagen auf den Hund, Entschuldigung Osi, auf den Mops gekommen. Ja, Osi, das ist mein Maskottchen in Planica. Seit 4 Jahren bringe ich ihn mit zu den Springen und er hat mir immer Glück gebracht. Robert Kranjec, überall Kranjec, er ist der Local Hero in Planica, ein Lokalmatador, wie er im Buche steht. Stadionsprecher Bojan überschlägt sich förmlich. All diese Vorschusslorbeeren zahlt Robert Kranjec mit Leistung zurück. Gestern Tagesbestweite im ersten Durchgang 227,5 Meter, ein solider Flug im zweiten zum allerersten Sieg in der Heimat. Und Bojan ist mit seinen Ansagerkräften am Ende. Wenn ich oben auf dem Balken sitze, höre ich die wahnsinnige Begeisterung. Diese Unterstützung für mich in Planica ist gewaltig und bringt mir viel positive Energie. Im gar nicht mehr so zarten Skisprungalter von 30 Jahren ist Robert Kranjec auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Der Stolz der Slowenen war vor 3 Wochen in Vikersund zur Goldmedaille gesegelt. Kranjec nach 244 Metern der älteste Skiflugweltmeister der Geschichte. Die slowenische Skisprunghistorie hatte lange Zeit vor allem Primož Peterka zu bieten. 4-Schanzentournee-Sieger, 2-mal Gewinner des Gesamtweltcups, einer, der die Massen in Wallung brachte. Aber Planica hatte den Slowenen, speziell Robert Kranjec, auch eine schwarze Stunde beschert. 1999 überlebte Kranjec diesen fürchterlichen Sturz nur mit sehr viel Glück. Ich kann mich an den Sturz gar nicht mehr erinnern. Zum Glück. Ich schaue ihn mir ab und zu auf YouTube an, aber eigentlich interessiert er mich nicht mehr. Stürze gehören zum Skispringen dazu, auch beim mannschaftlichen Fliegen im Februar in Oberstdorf. Peter Preutz, die slowenische Nachwuchshoffnung, zog sich einige Bänderrisse in der Schulter zu. Die Slowenen gewannen trotzdem und seine Kollegen erinnerten an den Gestürzten bei der Siegerehrung. Bravo Pero, wir sind bei dir. Mit Talisman Osi sollten Stürze in Planica ausbleiben. Herrchen Robert hat für Hund Osi eine besondere Belohnung ausgelobt. Wenn wir gewinnen, darf er bei mir im Bett schlafen. Und die Chancen stehen für Osi gar nicht so schlecht.